So, da sind wir wieder Touch the Crown gegen The Dice. Und es geht auch direkt los. Die Messerrunde wollen wir nicht verpassen. Deswegen viel Spaß mit Pat und mir nach der Messerrunde. Kann Pat auch noch ein paar Infos geben. Der hat nämlich gerade ein paar Sachen rausgefunden, die sehr interessant sind. Und die eventuell für Touch the Crown nicht so gut aussehen. Haben wir gewisse Runde gewinnen? Ja, immerhin. Ich wollte gerade sagen, immerhin sieht die Messerrunde gut aus. Also unsere deutschen Lineups. Ich habe gerade die Finger gehoben und Gänsefüßchen gemacht. Ich schlage sich auf jeden Fall heute in den Messerrunden ganz gut. Ja, auf der anderen Seite haben wir hier das Gegner jetzt The Dice. Französisches Line-Up. Außer sehr Advanced Liga sind da zurzeit Zehnter. Und man hat schon gegeneinander gespielt dieses Season in der sehr Advanced. Und das Spiel konnte hier auf jeden Fall The Dice für sich entscheiden. Aber ich glaube, das war nicht mit Easy dabei, sondern noch ein anderer Spieler. Und welche Map? Weißt du das? Ja, es war Inferno. Also nicht das zwei. Okay, also eigentlich alle Karten neu auf dem Tisch. Also ich bin gespannt. The Dice jetzt erst mit einem schnellen Push so ein bisschen in den Cutters. Spielen jetzt hier anscheinend ins Karussell. Gehen direkt in die Lower Cutters. Und rotieren nochmal. Da zwei Spieler vorher lang sind, könnte ich mir vorstellen, dass man einen B-A-Split spielt. Über kurz und lang. Aber je nachdem, ob sich Touch the Crown davon überhaupt verwirren lässt. Ein bisschen hat man sich, glaube ich, schon verwirren lassen. Denn die Steps und Goes haben schon gezeigt, dass man zu dritt auf dem B-Spot steht. Aber man hat da vielleicht auch eine ganz andere Taktik und weiß, der B-Spot, den wieder zu retaken, wird schwieriger, als man denkt und möchte etwas präsenter dort sein. Und ich bin echt gespannt, was passiert. Easy erstmal vor den Double Doors, vorne auf der Lang. Der Rest, ja, der scheint alles zu warten, ja, auf beiden Seiten. Ja, man wartet erstmal ab, ganz gemütlich. Hier lässt die Zeit ein bisschen verstreichen. Wir haben noch eine Minute zu tun. Das ist noch genug Zeit, um hier komplett über die Map zu rotieren. Aber The Dice macht sich so langsam auf den Weg Richtung A-Spot. Man speist wieder die Kurzflash-Smoke und dann soll es raufgehen. Crony hier mit dem ersten kassiert, dann aber einen bösen Shot. Kann nicht den zweiten machen, muss sich hier zurückziehen nach Lang. Und da wartet noch XPG auf Lang, um hier vielleicht gleich noch in den Rücken der beiden Spieler zu fallen. Mal schauen, ob man den gleich noch auf dem Schirm hat. Oh, der holt erstmal zwei in der Mitte. Also wahrscheinlich hatte man ihn gar nicht auf dem Schirm. Ja, der war ja auch frech versteckt hier, Alter. Wie so ein, passend auch zu dem Bild, diese Dice da hat, Alter. So ganz kleine Typs und Zwerg, der sich erstmal hinter der Kiste versteckt. Aber was macht der Puls G bitte auf kurz? Mit dem Double. Erstmal, die gleich mal wieder aus. Man muss aufpassen, von hinten kommt schon wieder Dice Pollux, beziehungsweise Puls G, Dice PG und holt einen. Jetzt versucht man, den Puls G rauszunehmen und den Defuse. Nicht! Was? Das war so knapp, oder? Ich hab's aus aller Sicht geguckt. Was? Oh, der hatte sogar das Kit, das war echt knapp. 0,0035, wenn ich das richtig gesehen hab. Also 0,035, so. Unlucky, richtig unlucky für Touch the Crown, dass der Defuse nicht durchging. Also, holla die Waldfee, mein Lieben. Ganz bitter. Hier. Für diesen Defuse. Aber okay, ich bin dafür belohnt jetzt und kann The Dice bestrafen. Der erste Klick ist da gegen den guten PG und oder XPG. Und somit der Vorteil erstmal für Touch the Crown. Power YY ist natürlich erstmal low. Oder Power Re heißt er, ne? Power YY heißt ja nicht Power Re. Hab ich ja gelernt. Und easy. Jetzt wieder offensiv mit dem Spray der Deagle. Macht von den nächsten Feld. Und die AK gehört ihm. Überzahl für TTC. Und das sieht gut aus. Jetzt sich erstmal hier nach diesem 0,0001 noch aufhalten des Defuse nach vorne zu spielen, aber der Frag gegen Crowny tut weh und man hat hier den Dookie on site. Der müsste jetzt mindestens einen, wenn nicht sogar zwei rausnehmen. Macht einen, macht aber keinen zweiten. Das ist nochmal ein 3 gegen 2, dachte ich zumindest, als Puls G sich noch den guten Kane holt. Ja, Joko, der letzte verbleibende, ist auch noch Low AP. Ah, oh, da sieht man den Waffenswitch, da kann sich Joko nochmal einen gönnen. Aber jetzt kommt auch schon außen Cutters. Easy, der holt sich hier den dritten diese Runde und somit die Counter-Round von Touch the Crown hier. Und das ist natürlich super. Wir sehen es, kein Geld bei The Dice. Die können jetzt wahrscheinlich auch nur reinforcen. Aber die können sogar eine Eco machen, haben ja durch den Bombenplant genug Geld gekriegt, dass man dann nächste Runde kaufen kann. Da werden sie wohl eine Eco spielen müssen. Oder? Nenn mal Forst, okay. Man spielt halt doch den typischen Stil heutzutage mit der Force. Man will das Geld low halten bei den Gegnerspielern, vielleicht sogar die Runde noch damit gewinnen. Bitter, bitter. Also ich glaube, ich hätte nicht gekauft. So ist es halt, ne? So ist es halt.
Ja, ja, man kommt wieder gut raus auf Alang. Ja, man fährt auch reingeforst, ne? Man hat nicht nochmal gesaved oder so, sondern man will es wissen hier mit den 4 Digis und der 1er K. Aber einen Easy jetzt mit gut viel Damage. Kriegt er vielleicht noch einen, kriegt viele Support Flash von Pulsi und von Powery. Und Pulsi macht den ersten, Pulsi macht den zweiten. Der G-Master ist am Start und gönnt sich die 3 K. Okay, es war Easy. Der wollte auch nochmal seinen Frag, den er sich wirklich auch verdient hat, holen. Somit hat man den Vorteil 5 gegen 2. Und man sieht schon, wie XPG und Pollux in Richtung B bzw. Mitte verschieben. Wenn man jetzt natürlich XPG jetzt hier rausnehmen kann, bzw. Pollux ist es, den ich meine, hat man die Bombe in der Mitte verloren und da hat man ein ganz, ganz großes Problem. Na, etwas late der Mollo leider hier von Crony. Sonst hätte man damit noch XPG aufhalten können. Aber so ist er schon durch in die Lower Cutters rein. Pollux. Pollux, genau. Okay. XPG ist oben in den Upper Cutters. Da warten aber auch schon wieder zwei Spieler auf B, um mir den hier zu holen. Das Problem ist, ja doch, der K-Spieler hat unten noch das in sich. Und XPG mit dem Frag gegen Crony wird aber dann gerefragt. Und jetzt Powery mit der AWP hier kann sich Pollux sichern. Und die zweite Runde auch gut überstehen. 4 Spieler überleben. Man kann hier gut Geld erstmal beiseite schaffen. Nur Crony muss nachkaufen. Und damit gehen wir dann in die Eco nochmal von The Dice. Das heißt, man könnte jetzt nochmal richtig gut Polster aufbauen. Ja, solide Nummer von Touch the Crown. Und The Dice jetzt erstmal mit der Full Echo, mit den 5 Glocks. Und wie Patrick meinte, man kann auch mal richtig Polster aufbauen, definitiv, weil das sind halt nur Glocks. Da geht halt nicht viel. Da muss man nur hoffen, dass man jetzt keinen Menschen verliert. Duki alleine auf dem Spot, auf dem Spacebot, da in der Mitte zum schnellen Verschieben haben wir noch einen Crony. So ist es nicht. Und Touch the Crown mit einem guten Opener. Also es fühlt sich nicht so an wie eine 16 zu 10 erstmal, wie noch aus der Advance. Aber wir haben erst 3 Runden gespielt. Es kann noch alles passieren. The Dice kann nochmal komplett eskalieren als Terror. Aber auch, man darf nicht vergessen, Entfernen und das 2 sind halt auch ganz einfach 2 verschiedene Maps. Und jetzt geht's Richtung B-Sport. Duki jetzt mit dem Spray. Wahrscheinlich ersten, zweiten macht er, dann fällt der Crow. Die kann aber helfen. 3K für ihn. Und dann heißt es 3 zu 1. In dem Fall für TTC. Waffen für The Dice sind erst drin, aber keine AWP. Ich weiß nicht, meinst du, XPG kauft den Darskin? Den kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Okay. Ja, wir wissen ja auch nicht wirklich, wer da der AWP-Spieler ist. Und wenn er es nicht ist, macht es halt keinen Sinn, die zu kaufen. Das ist richtig. Gebe ich dir vollkommen recht, natürlich. Ah. Crony mit einer sehr aggressiven Aktion hier. Rein in Katas, kommt auch wieder weg, wird nicht bestraft für diese Aktion, kann den Frag holen. Gegen Pollux, super stark. Das ist schön gewesen. Jetzt hat man hier die Überzahl. Kane auch rausgenommen. Nochmal ein schönes Support-Flash hier gegen die Spieler von The Dice. Aber trotzdem fällt Duki jetzt die Granate. Die könnte nochmal ein bisschen Schaden machen. Nochmal ein schöner Mollo hinterher. Also Crony probiert hier gerade auf jeden Fall die beiden Spieler im Alleingang aufzuhalten. Und das sieht auch ganz gut aus. Jetzt weiß er die Position, kann Pre-Aim und dann ein schöner Peak. Rein gegen Joko. Und das ist die 4. Runde für Touch the Crown. Das sieht sehr stark aus, was sie hier gerade spielen. Mega gut. Ja, also man ist in den Gesichtern drin. Man macht hier so ein paar Schulterpeaks. Ganz, ganz versiert. Man packt alles aus, was man hier so kann im CS-Bereich gerade gefühlt. Starke Performance, die Touch the Crown ist hier gerade präsentiert. Vorher noch off-stream gerade, beziehungsweise in der Pause noch drüber gedacht, also philosophiert, eventuell The Dice könnte schwieriger gehen werden. Habe ich auch getweetet, The Dice wird vielleicht hier Touch the Crown hier hops nehmen. Und es wird auch ein Ende wie bei TKA. Dann für in Runde 3, aber wie TTC hier gerade spielt, mega, mega gut. Und die haben aber auch noch, heute auch noch ein paar krasse Bretter vor sich, ne? Weil wir haben ja schon festgestellt, die untere Gruppe hier in diesem Turnierbaum ist schon etwas krasser, als die obere Boutique A zum Beispiel war. Also ich bin gespannt. Schöner Jump jetzt hier auch über kurz. Powery wird aber jetzt nicht rausgenommen, kann überleben. Ja, von der Präsenz, die TTs gerade auf dem Spot halten. Aber der Plant ist da und The Dice wird sich damit nächste Runde definitiv in ihre 4 AKs und eine AWP reinkaufen, wenn sie nicht jetzt auch noch die Runde holen sollten, denn es ist ein 5 gegen 5. Ja, es ist noch alles drin. Oh, jetzt natürlich der schöne Spray hier von Crony. 1, 2, 3 für ihn, ganz schnell. Oh, hat man den CT-Spieler auf dem Schirm? Ah, den sieht man zum Glück. Duki macht es. Und der Letzte holt sich auch noch Easy davor. Und somit überlebt man sogar mit 5 Leuten diese Runde. Und kann diffusen. Geld ist natürlich jetzt bei The Dice da. Und jetzt könnten wir vielleicht sehen, wo die AWP
bei den Franzosen angebracht ist. Oder man spielt wieder 5 AKs. Kann natürlich auch sein. Man spielt wieder 5 AKs, man möchte gar nicht in die Orb. Muss man ja auch nicht. Das ist ja als T jetzt nicht unbedingt so schlimm, weil man ist ja unmobil, aber ein Duell auf, sag mal, Double Doors erlangen oder in der Mitte was zu holen, du hast eigentlich als Terror einen Vorteil, hier einen Jeep-Spieler sogar rauszunehmen zu können. Das ist natürlich super gut. Aber Touch of Crown super stark, wie sie hier die ganze Partie zocken, haben wieder am richtig viel. Mardi und Crony, was ist denn los mit dem? Der performt hier gerade exzellent, das ist ja krank. Diese Spray-Controller wollte ich auch gerade schon sagen. Davor erst auf dem B-Spot, jetzt zwar gegen eine Pistol-Round, aber mega stark, wie er da 3 Spieler rausnimmt. Mann, 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 der ist gerade eine ganz, ganz große Bank hier für TTC. Also wenn da nicht irgendwann mal das Gehalt noch erhöht wird hier von dem Schweizer Ducky, der da ja bestimmt gut Kohle hat, der auch, glaube ich, der Eigentümer, beziehungsweise der Coach, der ich glaube, dem gehört Touch the Crown, weil das ist ja eigentlich ursprünglich immer noch, ursprünglich am Anfang, weil, denke ich mal, war es noch so eine Fun-Orga, wo man dann, wenn man ein gutes Angebot hat, dann ja zum Team wechselt, ne? Mittlerweile hat man das, glaube ich, ein bisschen etabliert selbst so. Auch ein geiles Ding. Er spielt sich auch einiges. Und da bin ich mal noch gespannt, was überhaupt noch die TTC für Zukunft noch hat und wo sie sich aufhalten werden. Denn in österreichischen Ligen haben sie ja schon öfters mal was performt und abgezogen. Powery wieder mit einem guten Fact. Pulsi fällt einfach hier in der CT-Base. Und ich erspare mal meinen Atem und lasse Powery sprechen und fangen. Ja, Powery kann leider nicht mehr reden, aber dann mache ich das halt. Es ist noch ein 3 gegen 2 hier. Easy mit der Granate gegen den Spot. Macht ein bisschen Schaden gegen Pollux. Der ist gerade am Planten, kann es auch durchziehen mit dem Plant. Und lang wird leider Crony rausgenommen. Jetzt nochmal ein Mollo hier Richtung Short. 2 Stück sogar. Dann Pollux mit dem nächsten Frag. Und so ist es nur noch ein Spieler. Und der steht hier böse im Sandwich. Duki müsste wissen, dass so ein Spieler lang ist. Hat er den auf dem Schirm? Oh, er hat ihn gesehen. Aber natürlich super schwer jetzt dieses Lang-Aiming gegen den Pitch-Spieler. Und er pusht ihn und das ist wahrscheinlich auch das Einzige, was er machen kann. Er hat eine gute Chance, holt den Frag und damit die 6. Runde, wenn er das noch schafft. Oh, das wird super knapp. Schafft er das? Na klar. Ja, das schafft er. Das schafft er. Das schafft er. Na, oder hier 0,000. Nee, du hast es nicht falsch verstanden. Er hat auch Schweizer gesagt, glaube ich. Ja, zu Crony? Nee. Ja, genau. Ich habe ja gesagt, Ducky ist Schweizer, der kann die Kohle spendieren, weil er ja auch der Team-Owner ist. Ja? Die Schweizer haben doch immer das Geld. Da wissen wir doch, Schweizer Banken und so meint sich das. Da kann man mal bei Crony mit Gehaltsverhandlungen mal rangehen, weil damit Ducky, der kann bezahlen. So habe ich es gemeint. Ne? Ja, Crony ist Deutsch, das weiß ich auch. Ja, aber so war das gemeint. Also wisst ihr Bescheid, Peace geht aus, ready, dies, das, 6-1, TTC, super dominant und Ducky, der Owner. Ja, nicht sloppy, pusht hier einfach den Spieler weg in den Pit, super gut. Und Kane erwischt hier Crony auf dem falschen Fuß, der richtig dreist war. Hätte er hier nicht den Spieler Kane im Rücken gehabt, hätte er jetzt hier gerade wahrscheinlich die Teamzerstörung gemacht. Ja, aber so muss man wahrscheinlich diese Runde jetzt das erste Mal abgeben. Oder seit langem abgeben, weil jetzt hat man den Baseball eingenommen bei The Dice. Und das wird halt super schwer zu retaken. Man ist eine Unterzahl, 4 gegen 3. Und jetzt stehen schon 2 auch in Lower Cutters. Die können halt einfach gleich in den Rücken fallen. Beziehungsweise einer ist sogar Richtung T-Spawn gegangen. Also der rennt nochmal ganz außen rum. Und jetzt ist es dann Pollux mit dem ersten. Ja, dann nicht mehr den zweiten. Vielleicht doch den zweiten. Nein, Powery mit dem Frag. Dann ist es die Casey Iron oder... Naja, wie spricht man den aus? Ich finde es immer sehr interessant, manche Namen. Aber am Ende ist es halt... Xenon. Dann die Runde für The Dice. Wir nennen ihn einfach Xenon. Und ganz ehrlich, ich habe ihn noch nicht einmal ausgesprochen, fällt mir gerade auf. Weil er war kaum auffällig. Genau wie Yoko. Xenon. Ja, wir nennen einfach Xenon. Xenon. Das ist K. Das ist ein stummes K. Xenon. Fertig. Ja. Ja, zweiter Punkt für The Dice. Gute Runde. Da hat man mal sich aufpassen können. Crony war ein Tick zu dreist. Ja, hat da die ganze Verkettung ausgelöst eigentlich, weil er ist gefallen. Dann kam man auf den B-Spot und da war es hier ein Problem für TTC. Jetzt geht man auch super schnell auf kurz und nimmt sich erstmal Powery. Aber trotzdem hat man immer noch 2 Spieler auf dem A-Spot und einer um lang, der gute Easy, der das hält. Und Pulse G kann im CT nichts machen. Damit ist es nur noch Duki mit dem Spray. Den zweiten hat er irgendwie gar nicht auf dem Schirm gehört. Dachte, da kommen gleich alle aus der Uppercutters. Hat dann ein Snap gehört. Hat sich ablecken lassen, noch 2 Spieler. Vielleicht sollte man jetzt helfen gehen. Jetzt nicht unbedingt alle sterben. Aber diese Konfidenz, so wie sie TKA hatte mit diesem Kombi safe mal, das sieht man bei TTC nicht. Die wollen einfach, denken sich, wir haben noch Crony, wir haben uns noch. Jeder ist super krass dabei und man kann flexen. Ja, die haben sich einfach gedacht, wir haben noch Crony. Das war's einfach. Die 3 E's und die 2 E's, die sind ja gerade am performen. Duki und Crony.
Und die Y's jetzt, noch nicht. Und, so. zum Chat übrigens, was ich nur weiß, ist, dass da gegen ein paar Spieler, glaube ich, gibt es Bans für die 19 Damage Liga. Wenn ich jetzt da richtig informiert bin. Ja, deswegen sieht man auch kein Touch the Crown zum Beispiel in der Nintendo Damage Liga. Aber in der ESL-Meisterschaft und auch in Qualifying und in den Serien überall. Das sind die einzigen Sachen, die ich weiß, dass es da irgendwas gibt. Die Gründe, I don't know. Aber ja, in die Richtung wird es wohl gehen. Aber so ist es halt. Es gibt ja viele, die so sind und die spielen jetzt auch gerade Div 1 unter einem neuen Namen, die seit Jahren mal wieder dabei sind zum Beispiel. Also es ist alles schade. Es wird hier in der Hinsicht, glaube ich, nicht ganz korrekt gearbeitet für alle Beteiligten, die gerne dort in der 19 Damage League aufspielen wollen. Und jetzt Dion mit dem ersten Frack hier gegen Powery. Der wollte man auch wieder ein bisschen dreister werden. Er hat angefangen über Lore vorzugehen, dann am Ende reicht von Timing nicht, sondern wird dann gefrackt. Ah, und jetzt da, oh, was ein Anschuss? Gegen ja. Case hier. Ja, Xenon, ja, ja. Xenon, Xenon. Da ist sogar ein K drin, wenn du das ja mitsprechen willst. Ja, ich sag doch, wir machen kein K, wir machen das K stumm, Xenon. Einfach mit C, Xenon. Ja. Oh, und da pusht einer Doors raus. Keine Chance, Pulse G wird da auch abgefangen. Und somit sollte die Runde hier eigentlich an die Würfel gehen. An die Würfel? Ja, kann sein. Außer Duki rastet hier mit der Deagle aus, ist aber nicht der Fall. Nein, der Duki war da aber nur eine 1. Oh, keine 6. Somit das Ende in diese Runde. Ja, eine schöne Runde für The Dice und man sieht Xenon direkt mit 14k. Genauso wie XPG. Da ist es Geld da und da haben die Jungs auf deren Seite mit einem Schlag die Möglichkeit, wenn sie die Runde holen, das ganze Ding zu drehen, unentschieden zu spielen und TTC direkt wieder zurückzuschicken. Gegebenenfalls in die alten Verhaltensmuster wie eine Advanced begegnet. Ja. Aber Powery mit dem ersten Frag jetzt hier vorne auf Verlangen. Man war zu zweit gepusht. Der dritte Mann ist auch noch da. Man zieht sich dahin. Man kriegt mit. Die gehen auf kurz. Und Paul Locks ist da. Geht ins Duell. Kriegt er hier easy. Den ersten hat er. Den zweiten Powery auch noch. Pulse G muss jetzt hier über Rappe halten. Der muss jetzt hier vermochen. Pulse G macht noch einen. Pulse G macht keinen zweiten. Aber trotzdem einen 2 gegen 3 hat Crony Zeit gebracht. Crony ist einfach eine solide Bank. Kriegt den ersten Frag. Kriegt er noch den zweiten, über lang braucht man zu lange und der müsste offenbar auf dem Schirm haben. Bei XPG mit der AWP ist schnell. Erster Frag sitzt. Was macht Crony? Holt er das Ding oder nicht, Bud? Ah, das müsste er eigentlich holen. Er hat die Bombe auf seiner Seite, die liegt auf dem A-Spot. Okay, jetzt wechselt XPG hier nochmal auf die AK. Das könnte natürlich nochmal gefährlicher werden. Ich glaube, gegen die AWP hätte er die bessere Chance gehabt und der muss es jetzt einfach gleich auf dem Schirm haben, dass hier von kurz der Spieler kommen wird. Jetzt checkt er lang und dann wird er auf jeden Fall in die Kurzdeckung gehen. Und jetzt weiß er sowieso Bescheid, da kam die Flash. Aha, hat er die Flash von woanders antizipiert? Ja, jetzt hört er auch noch Steps, jetzt hört er auch noch Steps. Also jetzt ist es eh vorbei, man weiß es. Und dieser Schaden war schon richtig gut. Jetzt darf er sich nur kein Headshot fangen, die Granate fliegt nicht, weil fliegt zu weit, beziehungsweise droppt auch noch XPG runter. Und dann im richtigen Moment guckt Crony runter. Der ist halt heute so stark, der hat das auch heute alles im Blut. Timing passt. Runde für Touch the Crown passt. Man hat das siebte, ja die siebte als CT, das ist super stark bis jetzt. Wenn wir davon ausgehen, dass es hier doch ein bisschen T-favored ist, läuft es richtig, richtig gut hier gerade für TTC. Ja, richtig Bombe, aber man muss auch ganz klar sagen, ein dickes Dankeschön an die Performance von Crony, der wirklich viel, viel gemacht hat. Klar, ein paar viele dreiste Aktionen dabei, wurde auch der ein bisschen bestraft, aber hat das jetzt auch öfters mal das Team gerettet. Dahinter dann Duki, der auch gut dabei ist. Der Rest ist auch eine solide Bank, zwar ich nicht mit so viel Fracks, aber egal. Also es läuft summa summarum, ist es super. Und dann so ein Easy, der jetzt auch richtig frech sein möchte, ist schon in die Double Doors vorgegangen. Oh mein Gott, es könnte übel werden für The Dice. Die Granate wird jetzt nicht viel treffen. The Dice hat hier ein Problem, AK Arcane. Und der Frack geht an Easy, ne? Auch eine Dankeschön AK. Upgrade, total. Super schön gemacht und bitter für The Dice einfach. Ja, auf jeden Fall. Man hat hier gut reingefunden in die Runde mit diesem Upgrade und Kane ist einfach down. Man hat jetzt die Überzahl, hat zweimal auf dem B-Spot, dreimal auf dem A-Spot, sogar gut aufgestellt schon. Wir haben den Spieler hier mit Easy, der lang sogar Richtung Pit unterwegs war. Und jetzt rotiert man nochmal runter und dann fallen aber zwei Spieler super schnell, das ist bitter. So, Dice kann jetzt hier den Split Richtung B spielen.
Ja, und da holen sie auch die Frags und Frags. Parry holt nochmal einen Konter. 3 gegen 2. Wo sind die Spieler? Wo sind Touch the Crown? Martin, Vorteil. Geht man jetzt nochmal safe oder nicht? Parry will es wissen, genauso wie Easy. Easy hat die AWP, zielt Richtung K. Schießt Versuch, geht nicht dahin. Parry oben am Loch. Versucht hier noch was zu machen. Sieht die Spieler nicht und einen, kriegt aber keinen zweiten. Jetzt geht Easy einfach mit der AWP durch. Aber das ist ein Tick zu frech. Da hätte man auch die Waffen safen können fürs Team. Aber man wusste halt mal zu wenig. Aber ganz ehrlich, so eine AWP und eine AK sind auch in so einer Runde Gold wert. Schade, dass das Touch the Crown gar nicht macht und man einfach da schon das zweite Mal plump versucht, die Clutches zu holen, die eigentlich ja, nicht zu holen sind. Und auch bewiesen wurden, dass sie nicht zu holen sind. Und da hat man sich ein bisschen viel Zeit am Tor gelassen. Da wollte man irgendwie, glaube ich, den Schuss baiten, um dann vielleicht durchzurennen Richtung Cutters rein. Das hat nicht so ganz funktioniert. Crowny kassiert da den Unhit. Ja, lebt aber noch mit der USP. Ne? Easy Pulsier, jeweils noch einen Deagle gekauft. Vielleicht kann man damit wieder richtig gut performen. Duki, sehr offensiv, hat die Information. Könnte vom Winkel passen. Wurde aber, glaube ich, gesehen von Pollocks. Damit ist die Information schon klar, dass Duki durchläuft. Und ich denke, da wird man gleich nach hinten abzielen. Und das wird doch ein bisschen über. Hat Pollocks ihn nicht gesehen? Ich bin nicht sicher. Hat Pollocks ihn gesehen? Doch, da weiß man Bescheid, dass man da einen CT-Spieler hat. Der andere wird auch ein Ziel. Jetzt muss man irgendwie schnell diese Situation nutzen. Viel Schaden ging rein gegen Kane von Dukis USP. Aber man nutzt es nicht. Man bleibt offensiv auf Malan Crony alleine. Im 1 gegen 4 mit der USP. Kriegt hier einen Frag auch nicht durch. Doch macht er. Aber das war's dann auch. Mal gucken, ob noch was geht. Man hat immer noch 2 Dinge. Ja, aber jeder Frag, den du jetzt machst, der ist ja genug wert. Aber dann soll es jetzt nur easy mit der Deagle sein. Alleine machst du wahrscheinlich nichts mehr. Trotzdem einen Frag wenigstens geholt. Aber am Ende reicht es natürlich dann, um ein bisschen Geld aufzubauen bei The Dice. Und Dion mit 11k mittlerweile, der braucht gar nicht mehr viel aufbauen. XPG auch mit 9k, der kriegt jetzt auch nochmal ordentlich was drauf. Also die reicht auf jeden Fall bis ans Ende dieser Halbzeit aus, das Geld, was die haben. Und mittlerweile sieht man halt auch, XPG ist der AWP-Spieler. Er hätte sogar echt in diese Glascan reinkaufen können in der 4. Runde, als es gerade frisch noch ins Spiel ging. Das ist richtig. Easy mit noch einem Exit-Frag gegen XPG. Man macht zwar ein bisschen teurer, aber ich denke, für die letzten 2 Runden, da hat The Dice einfach genug Geld. Da muss man sich gar keine Sorgen machen. Da bringen auch diese Frags nichts. Außerdem, ja. Das, naja, das sie ist bringen halt sie selber nochmal jeweils immer 200 das, Dollar. Das stimmt. Nicht sogar 300? 300, oder? Oder 300? 300, ja, mein, 300. Keine Ahnung. Wir sind hier nicht bei Valorant, mein Freund. Wir sind nicht bei Valorant. Bei Valorant 200, keine Ahnung. Ich weiß Ahnung. Es nicht. Ich habe einfach mal gesagt. Vielleicht bist du da zu viel dabei. Ja, solltest du ein bisschen mehr Ranked hier spielen in CSGO. Vorletzte Runde, Touch the Crown gegen The Dice. Und man baut sich wieder auf bei The Dice Richtung B-Spot. Man merkt auf jeden Fall auch, der B-Spot scheint einfach einzunehmen, obwohl dann Crony steht. Und Doki und Doki am K kann überleben durch den Super Spray von ihm. Und dass er halt hier diese Flash-Granate gedodged hat. Und man hat hier nur noch Sion, der nicht mehr aufhören will, auf ihn zu schießen, Alter. Der könnte sich ja nochmal bewegen und nochmal aufstehen. Lieber nochmal draufhalten. Das war richtig Hass, ja. Aus Hass. Macht hat sich wahrscheinlich gerade auf seine Teammates aufgeregt, warum die es nicht schaffen, den Baseball einzunehmen. Ich hasse euch, Touch the Crown. Und ja, da kann man sagen, holt den Frag von kurz, aber das war's dann auch. Vielleicht kriegt er noch einen gegen Pulsi. Die müssen halt aufpassen, sage ich jetzt mal. Nicht auch alles verlieren, aber Pulsi im Gesicht. Aber das ist denen egal. Zion hat 16k. 16k, bitte. Er kann da jetzt einfach für alle Teams Waffen hinlegen. Macht er auch irgendwie gefühlt. Und jetzt hat er nämlich nichts mehr. Ich will gar nicht wissen, was da alles liegt. Ah, Autosnipers. Eine. Boah, das ist halt so bitter. Und es war nur eine. Man muss sich mal überlegen. Es gibt ja echt Teams, wenn die genug Geld haben, einfach mit 5 da draufhalten. Das ist so krank manchmal. Jetzt natürlich die Waffen entfernen und dann geht es hier in die Normalität wieder zurück in diese Runde. Und wir haben Easy nur an der Farmers. Also so viel Geld war das dann auch nicht mehr, was die Jungs von Touch the Crown hatten. Und ja, Utility ist noch gut vorhanden. Bei The Dice ist noch keine einzige Granate geflogen. Das nach 30 Sekunden Playtime. Also da lässt man sich jetzt ganz viel Zeit. Da ist die erste. Das war eine Flash und man wollte ja eigentlich, glaube ich, den ersten Spieler in Form von Joko durchflashen durch die Doors. Der war aber selber blind und musste sich nochmal zurückziehen. Ja,
ist auf jeden Fall natürlich voll richtig, dass man wenig geworfen hat, aber man war ja auch erstmal in der Terrorbase. Und da geht's gegen Easy. Hat eine gute Position. Aber wird direkt gecheckt, wird geholt. Power Reaper schießt mit seiner AWP. Und da wollte ich auch noch gerade sagen, man hat eine zweite AWP noch bei Touch the Crown für die letzte Runde. Support, vielleicht für Pulse Cheat, der steht da ganz gut da. Der muss jetzt hier zielen und voll abdrücken. Passiert auch nicht. Dookie und Crowny, die Top-Fragger, sehen auch keine Sonne mehr. Crowny jetzt hier im 1 gegen 5 verschießt auch noch. Also das war ja noch in der letzten Runde totales Desaster aus Sicht der Könige, ja, oder wie auch immer. Und somit eine solide Halbzeit, 8 zu 7, mit 8 Runden als CC zu, sag ich mal, ja, das zu beenden, ne, nicht zu starten, sondern das zu beenden. Da hat sich irgendwie falsch den Satz angegonnen. Das ist ja eigentlich voll solide, ne, ist gut. Also wir hoffen. Ja? Ja, es ist solide, aber im Endeffekt, so wie das Spiel am Anfang lief, dann doch vielleicht ein bisschen zu wenig. Das stimmt, das stimmt. Am Anfang war es echt brisant, aber da siehst du halt einfach auch, dass The Dice nicht schlecht ist. Einfach so ein gut spielt einfach, die können sich auch anpassen, können adaptieren, ja. Und man kann sich halt nicht darauf verlassen. Und du siehst halt, wie schnell es ist, so ein Crowny, der so wirklich dreist war und auch noch dann verhalten und dann aber in der Mitte mal gedreist, noch dreister sein wollte, dann aber hops genommen wurde und plötzlich verliert das ganze Team viel Geld. Dann zwei Runden, bin ich der Meinung, wo man safen hätte können, Waffen, das nicht getan hat, hat man natürlich auch vielleicht ein, zwei Runden noch abgegeben. Ja, also, sage ich mal so, möglich ist es. Piss. Ja, überhaupt dieses wenige safen fand ich echt schade. Da hätte man ein paar Mal vielleicht nochmal safen müssen. Gerade, man kennt ja oft das, wenn der Baseboard dann eingenommen ist. Ist ja nicht mehr viel zu holen oft. Jetzt die Pistole natürlich wieder wichtig. Und Dookie, komm, den letzten kriegst du auch noch da rein, den letzten Shot. Nein, tut er nicht. Man kann sich nochmal zurückziehen, aber währenddessen seine Kollegen erfolgreich. Crowny mit einem, ich weiß gar nicht, wer den zweiten. Den zweiten hat Pulse G gemacht. Und, oh, was ein Schuh. Klick von Porlox. Der hat sich auf jeden Fall gegönnt. Zum Glück kann Easy erst den hinteren machen, dann den vorderen. Der vordere wollte einmal sterben. Der vordere war zu schwer, dann geht man lieber auf den hinteren erstmal. Ja, mit dem Burst sogar, glaube ich. Ja. Weg, ja. Somit kommt das 9 zu 7. Die Pistole geht an Touch the Crown. Und das ist das zweite Mal, dass man. Nee, überhaupt gar nicht. Der Ninja, die Fusion hat nicht geklappt gehabt, oder? Nee, doch. Nee. Deswegen. Also, somit. Jetzt aber kein Plan. Und trotzdem forst mal rein hier. Bei The Days. Wobei. Was laber ich? Kein Plan. Touch the Throne hat doch die Runde gewonnen. Ich hatte hier gerade einen Schuss. Deswegen Easy jetzt mit einem. Easy nicht mit zweiten. Das war Crowny. Easy für Easy. Auf jeden Fall. Und. Oh, schön. XPG auch noch gekriegt. Man könnte auch jetzt TTC gerade Easy von. Von TTC wegnehmen und Too Easy schreiben einfach. Ja? Würde ja auch was passen, wenn man das hier zum O macht oder so. Too Easy. Ja? Easy YY. Bitte, ja. Easy YY. Easy YY? Ja, der hat auch zwei Ys hinter Easy noch stehen. Ne, sogar drei. Ach so. Oh, sogar drei. Das sind ja vier Ys insgesamt. Ich habe gerade nur im Chat dann das also, Easy gelesen. Also nicht Power Re und da Easy. Ja, auf jeden Fall auch hier diese Force-Bar überstanden. Wichtig, jetzt wieder ein 5-Mann-Stack auf lang von den Spielern. Und da ist aber dann Crowny da. Und Easy ist ja richtiger Ultimate. Riesige. Also, richtiger Ultimate, also, dieser direkt Easy. Direkt kicken, ganz klar. Crowny, raus. Geht gar nicht. Es sind nur, aber nee, geht gar nicht sowas. Null. Null Verständnis. Null. Null Verständnis, null Toleranz. Kein Respekt gegenüber seinem Mate. Null. Das wäre so ein Easy Ace gewesen für Crowny. Aber, ohne Easy. Aber nicht mit Easy. Ja, so ist es. Da haben wir die Wortspiele. Aber ein bisschen Spaß haben. 11 zu 7 sind Dice jetzt endlich mit Waffen wieder, nachdem man hier schnelle drei Runden abgegeben hat. Und die wollen natürlich jetzt hier Touch the Crown zeigen. Nee, nee. Nicht mit uns und den Spot halten. Man hat einen nur passiv auf B-Spot, einen in der Terror-CT-Base und drei A lang, beziehungsweise zwei auf A-Spot und zwei und eine auf lang. Aber die Raten kommen jetzt gut. Die XPC mit der Granate, mit dem First Working Pulse G. Jetzt muss man aber irgendwie schnell hochboosten, weil der Boost jetzt wird relativ spät kommen und das könnte man auf dem Schirm haben. Aber XPG schon auf der Rampe macht einen, Pollux noch einen zweiten. Das ist der dritte Frag hier für XPG und nur noch Powery am Leben mit der Scout und XPG mit dem 4K. The Dice is back. Und die Würfel, wie du sagst, sind sehr gut gefallen. Ich würde sagen, es war ein 6er-Pasch. Ja, kann sein, wenn das gut ist. Ich kenne mich mit Würfeln nicht aus, zumindest nicht im Casino. Ich glaube, eine 7 ist immer schlecht, weil das ist ja die meiste, die höchste Zahl oder die durchschnittlich am meisten gewürfelste Zahl bei zwei Würfeln. Von daher.
Jetzt aber dann, ja, der Pasch vielleicht auf der anderen Seite. Man probiert es schnell wieder Richtung lang. Und Powery passt auf, holt sich hier Joko aus der Mitte. Der wollte ja auch ein bisschen aggressiv über Short gehen. Nicht erfolgreich. Und somit die Überzahl hier für Touch the Crown. Ja, aber Sinon wartet schon wieder, sieht den Pitch wieder. Powery muss aufpassen. Was für ein schöner Flick. Und nach drüben schön geaimt von Sinon. Easy. Wurde easy weggenommen. Ja, ganz, ganz easy. Das ist das Problem, wenn ich einmal hängen bleibe mit meiner Behinderung. Ja, so, aber Powery. Ja, auf der anderen Seite gibt hier die Revanche klar gegen Kane und Pollux und XPG mit der AWP. Kannst du nochmal schnell einen Flex ziehen. 3 gegen 2. Powery mit 6 HP. Aber wo sind die CTs? Das weiß man halt leider nicht. Man ist sehr passiv. Man könnte über kurz hier voll durchgehen. Die Frage ist halt, ob man nochmal den A-Spot angreifen, beziehungsweise den B-Spot in dem Fall. Auf jeden Fall erstmal eine Smoke und man geht über lang. Hat man noch eine zweite Smoke, hat man nicht mehr bei Touch the Crown. Das ist sehr gefährlich, finde ich. Und Powery wollte über kurz gehen. Und das hat XPG auf dem Schirm. Es ist 2 gegen 2 und die beiden AWPs super strong, denn Sinon zielt schon ab. Und da geht man auch einfach durch. Man hat nichts zur Verfügung, um da irgendwie noch den Spieler die Sicht zu nehmen. Ganz anders sieht es aus bei The Dice. Da hat man noch 2 Smokes, einen Flash und einen Mollo. Also alles hier, um jetzt gleich den Kampf gegen Duki nochmal gut sich Vorteile zu verschaffen. Duki nur mit der AE. Und das wird eine richtig schwere Aufgabe jetzt hier gegen die 2 Spieler von The Dice, diesen Bomb-Plant auf oder diesen Bomb-Diffuse dann jetzt gleich aufzuhalten. Also wird vielleicht ein Informationsstamm kommen, bestimmt hier von The Dice. Und da gucken, ob das Duki auf dem Schirm hat. Nee, man jumpt gar nicht. Jetzt muss er aufpassen. Sieht den Spieler, aber XPG einfach zu stark bei der AWP. Schnell genug Zeit gehabt. Holt die Frag gegen Duki. 11 zu 9. The Dice ist wieder da. Und dank die Bomb-Plant, glaube ich, könnte Touch the Crown reinforcen. Ich hoffe es nicht. Ich hoffe, sie spielen es wieder aus. Wobei, okay, mein Forst, man wird auf jeden Fall reinkaufen können. 4-2 ist genug für 5 AKs. Ja, auf jeden Fall. Duki wird wahrscheinlich nicht in die AK kaufen können. Der wird sich in eine MAC-10 können. Duki spielt ja eh gerne schon mal SMGs. Oh, doch auch eine AK. Also doch AK plus kleines Schild einfach. Sehr, ja, kann man machen. Und dadurch natürlich sehr wenig Utility da. Und wieder der schnelle Alango. Man kann hier traden, aber dann ist es Kane, der sich 1-2 holt. Dann Powery mit dem Refrag. Das ist ein 3 gegen 3. Ja, ging wieder schnell, ne? Wieder der Schlagabtausch. Refrag für Frag und sowas alles. Und Powery, ja, der hat abgedeckt, dass er immer ein offensiver Push machen will hier. Und da holt Duki den Frag gegen XPG, der ein bisschen dreister war und Informationen für sein Team sammeln wollte. Und Crown holt auch noch einen. Plötzlich ist es nur noch ein 1 gegen 3. Und im Rücken dachte ich eigentlich, jetzt kommt hier Powery. Und Sinon wird aber erstmal komplett weggesmoked. Damit kann er nicht die Doppeldors nicht gehen. Ein Safe würde sogar noch was bringen. Könnte XPG selber kaufen. Er könnte selber legen. Und man könnte nochmal das Beste aus, ja, aus dem, aus der Situation machen von The Dice in Runde Nummer 22. Denn die Runde sollte safe, ja, an The Dice gehen. An Touch the Crown. Oder siehst du was, was ich nicht sehe in dieser Runde? Ja, und das ist rot. Ein Spinbot? Was? Was? Er kommt weg! Also, ich weiß, dass du die Fadenkreuze nicht anhast. Das Witzige ist, dass Xion ein rotes Fadenkreuz hat. Echt jetzt? Ja, nice. Ja. Ich wollte nämlich erst sagen, sein Fadenkreuz, aber dann habe ich so, warte mal, du siehst das ja gar nicht bei dir. Boah, was für ein schöner No-Scope. Aber jetzt will er noch mal was machen, verschießt, jetzt ist er bekannt. Und so einen verschießt er dann. Und da kriegen sie ihn noch. Das Jagen hat sich also gelohnt. Man nimmt die AWP noch raus und ja, damit wahrscheinlich sogar nur der Frostbite, ne? Man kann jetzt hier gut ein paar kleine Waffen droppen vielleicht oder so. Ja. Ein paar Deagles gedroppt von den Mates und damit kann man dann nächste Runde wieder voll reinkaufen. Ich glaube, das ist auch vollkommen richtiger Call. Die AWP wurde übrigens gesaved wahrscheinlich für Duki selbst sogar. Ja. Und vielleicht kann er einen Frag machen, aber passiert auch nicht viel. Der Schuss geht ins Leere. Wobei, gar nicht ins Leere, der pusht ja auf die Double Doors und hat extrem viel kassiert. Macht aber einen Frag. Ich wollte gerade sagen, wo warst du denn? War in der Mitte auch einer, oder? Ne, ich dachte, in der Mitte würde er abzielen, weißt du, aber... Na, ich hatte nämlich aus der Sicht von The Dice noch einen Spieler drin gehabt und ich habe gesehen, wie von Alang dieser AWP angerannt kam. Ja, und dann... Ja, war's. Hat er die Frag noch geholt, sehr gut. Ja, man hat gewusst, man hat viele Spieler auf dem A-Spot, deswegen entscheidet man sich für den B-Spot. Muss aber aufpassen, da war so ein XPG. Der ist da, macht aber nicht die Frag gegen Easy
und somit ist man drauf gespawnt. Drone von kurz runtergesprungen, verliert sie seine AK, aber nicht so schlimm wie Sion, denn der hat reingeforst in seine Aug, macht nochmal ein Double auch nochmal gegen Powery und die AK will er haben. Die gefällt ihm viel, viel besser als die Aug. Aber dann gibt es nochmal eine Flash gegen Duki, der zielt ab, wurde gesehen, muss aber auch aufpassen, dass er nicht noch eine AWP verliert, weil es freut sich, da freut sich Sion, weil ist ja auch der AWP-Spieler und... Ne, XPG ist der AWP-Spieler. Aber selbst nimmt er mit. Was macht denn Sinon noch mit dem jetzt hier? Sinon 3K, Sinon 4K? Jetzt kommt er weg. Ja, er hatte, da musste man jetzt halt den Einsatz, den man gebracht hat, von Touch the Crow noch zu Ende bringen. Hat vielleicht kurz hier auch bei mir geleckt, beziehungsweise auf dem Server leckt es jetzt allgemein, auch bei mir. Leckt auch meine Stimme, meine Lieben, oder leckt es auch? Also es hat bei mir auch geleckt. Das liegt aber an den SCR-Servern, da kannst du nichts machen. Aktuell ist alles grün, hoffe ich jedenfalls. Ja, ist alles grün. Sieht auch grün aus hier für Touch the Crown gerade. 13. Runde sich gesichert. Man kommt hier langsam dem Ende entgegen. Das ist natürlich wichtig. Wieder der A-Push mit drei Leuten hier von The Dice und ein guter Anschluss hier gegen Pollock. Aber da will man gerade doch zu viel. Crony wird rausgenommen. Ja, trotzdem immer noch brandgefährlich, auch für The Dice. Touch the Crown muss hier ein bisschen Ruhe reinbringen. Easy schon auf kurz schon fast durch. Man zieht ihn aber schon komplett ab. Die Frage ist, gibt man noch Support vielleicht? XPG mit einer Mollo. Jetzt nochmal sehr verzögert, aber gar nicht mehr. Jetzt gibt es eine Rückenflash für seinen Mate Easy. Der wird jetzt gleich rumpieken, wenn sie kommt. Da steht aber niemand mehr. Die AWP ist komplett rotiert nach unten. CT-Base. Man nimmt seinen, gibt seinen ganzen Vorteil weg. Kane jetzt ist der letzte Spieler auf lang im Pit. Den muss man natürlich jetzt hier rausnehmen. Aber Duki wird einfach abgefahren. Was macht er denn, Mate? Er kann ihn vielleicht endlich machen. Und Powery und Easy holen jeweils einen. Und damit ist man auf dem Spot drauf. Was hat denn der Dice da gerade gemacht? Warum sind die da unten rotiert? Das weiß ich nicht. Und dann ist Powery auch zur Stelle. Kann sich einen Double-Doors-Spieler hier holen. Und jetzt sollte man die Runde einfach zu Ende bringen. Beide Spieler von The Dice sind auf Short. Der wird nochmal geboostet. Und den Boost hat man gesehen. Und das ist Easy. Der holt den ersten Frag. Kann aber leider dann nicht so runter sprayen, dass man den zweiten auch noch kriegt. Trotzdem sehr gut. Man probiert jetzt hier auch wieder zu jagen. Joko ist jetzt hier in der Mitte mit einem HP gegen 7 HP von Easy. Der muss hier nochmal zurückziehen. Aber er will unbedingt diese Waffe durchkriegen. Und er sollte es eigentlich auch schaffen. Ja, mal gucken. Ja, mal doch, gucken. Jetzt, guck mal, da kommt keiner mehr hin. Da wird nichts mehr draus aus dem Schuh. Da ist somit, geht durch. Easy nochmal ein paar Schüssen, passiert aber nicht. 14:9, Touch the Crown, 5 Punkte Vorsprung, 5 Runden. Eine Runde zum Matchball. Und die Jungs von The Dice kaufen hier nochmal voll rein. Und das in der vielleicht fatalsten Situation für sie. Die haben zwar nochmal was rausgemacht, haben aber nur 2 Scouts. Wenn die jetzt nicht so wie World Edit eskalieren sollten, denke ich, wird Touch the Crown jetzt dank diesem Call von The Dice den Sack zumachen können. Aber man ist zu dritt auf lang. Man hat den ersten Frag gegen Doki, macht den zweiten gegen Powery. Kane gönnt den dritten und plötzlich sind sie noch zu zweit mit der Double-AWP, Powery und Pulse G. Und dann scheint es doch wieder gut auszusehen für The Dice, denn da wollte man auch auf Krampf zu viel und da ist manchmal dann halt das Problem, wie geht's, wenn man dann auf dem Alangspot vorne schon da ist, aber da steht halt dann die Wand von CTs, hast du einfach ganz, ganz schwieriges Unterfangen gegen diese, Polizei. Ja, hier kommt Polizei, ne, ich bin Polizei. So ungefähr. Ja, die Franzosen hier mit wahrscheinlich ihrer nächsten Runde. Sei denn die AWPs von Touch the Crown können hier nochmal, ja, wenn du so Pollocks rausnimmst, ist es auf jeden Fall schon eine gute Situation. Aber dann kommen jetzt auch schon 2 Spieler nachrotiert. Damit sollte es dann durch sein. Pulse G verschießt hier auch noch einmal. Und, ach, ich glaube nicht, dass man hier die Retour-Runde holen kann. Ja, jetzt ist es Pollocks mit dem ersten. Pollocks mit dem zweiten. Holt sich beide. Nimmt wahrscheinlich noch eine AWP mit. Ja, man aber erstmal die Granate eingesammelt. Dann die AWP. XPG bekommt die gedroppt. Und das war die Runde für The Dice. Die sind auch mittlerweile hier schon bei 10 Runden angekommen. Also man hat nicht mehr viele Runden. Bei Touch the Crown ist jetzt diese Runde noch einmal mit, ja, Force bei Waffen, sage ich mal, MAC-10s plus ein bisschen AK-Support, 2 Stück. Und dann nächste Runde hat man wahrscheinlich eine Eco, wenn man diese hier verliert. Und dann ist es auf einmal schon 14:12. Also es kann jetzt ganz schnell hier Richtung Unentschieden gehen. So, es ist einfach normal. Man geht eine ganz gute Granate rein und dann geht es aber auch schnell aus dem B-Spot rauf. Crownies todesblind, muss so schnell den Spieler rausnehmen. Das ist mit Joko, der kann einen machen, der kann keinen zweiten machen. Dann ist es einfach mal hier Easy, der hier den 3K sich gönnt. Und Pulse G auch noch mit der MAC-10 gegen Kane.
plötzlich nur noch XPC. Gerade noch hast du davon erzählt, jetzt kann ich noch schnell gehen zum 12 zu 14 oder wie auch immer. Und plötzlich ist TTC wieder da mit diesem aggressiven, schnellen Push zu viert aus den Upper Cutters. Und die Omen sind wieder auf grün. 5 Runden to go. Was man nicht vergessen darf, ich habe gerade nachgeguckt, Actina Pact, der Gegner in der nächsten Runde, Runde Nummer 4, der, wenn Touch schon jetzt in den 5 Runden den Digga-Sack zumachen kann, auf sie wartet. Und 16 zu 10 wäre gar nicht so schlecht, auf das 2 sogar, weil dann würde man 1-1 stehen, wenn man die Advanced vergleicht, Paddy. Und es wäre doch auch ein gutes Gefühl, dass man es ihnen mit gleicher Münze zurückgezahlt hat, auch wenn es eine andere Map war. Ja, auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall gut. Und dann ist hier auch alles drin. Dann sind es noch 2 Siege, um abzugraden in den Close Qualifier. Das wäre natürlich mega stark für Touch to Chrome, wenn man da hinkommen würde. Aber da kommen noch ein paar harte Gegner. Also wie du schon gesagt hast, Actina Pact als nächstes. Und dann ist es noch, ist es noch einer, ne? Ne, 2 sogar noch. Sind es noch 2 Runden danach, ne? Ja, ich glaube schon. Jetzt. 6 Runden muss man, glaube ich, spielen insgesamt. Ja, und da könnten halt M5 Youngstars kommen. Ansonsten weiß ich gar nicht, was da so ansteht. Keine besonderen Namen mehr so weiter. For the winning Esports Club, die von unten kommen könnten. Aber erstmal musst du Actina Pact besiegen. Der nächste Gegner wäre dann Honoris oder GMP Esports möglich. Also ich glaube, Actina Pact ist der Endgegner jetzt in den nächsten, danach für die nächsten 3 Spiele. Weil die anderen sagen mir erstmal nichts. Aber Fokus auf das Game jetzt hier noch. Wir wollen es nicht ablenken lassen. 15 zu 10, Touch the Crown hat 5 Runden Zeit hier den Sack zuzumachen, um in Runde 4 einzuziehen, dann sind sie auf jeden Fall schon mal etwas weiter als TKA, die hier gegen Team Endpoint hier vor einer Partie hier, ja. Schon verdammt lange her. Ja, Gehirn ist auch schon gestern alt, weißt du, du weißt, alter Mann, 35 bald, nicht mehr lange, ja, noch 20, 18 Tage oder was, dann ist es soweit, 35, ja, so ist es. Mal schauen. AWP bei XPG, die man gesaved hat. Super Sinon und Farmers. Kane mit der M4. Natürlich musste man komplett reinforcen. Noch 2 Sieges. Man ist sehr, sehr verhalten. Man ist zu dritt auf dem B-Spot. Man hat es schon geschafft bei TTC, dass die Jungs dort auf dem B-Spot hier unbedingt mit der Präsenz da sind. Und deswegen nur Alang und Touch the Crown. Jetzt hier mit dem Alang Read oder Go finden sie den richtigen, die richtige Lücke, den richtigen Atem, was auch immer, Riecher, wie man es nennen mag. Und das ist perfekt. Man muss jetzt natürlich aufpassen jetzt hier mit Powery, dass man Kane besiegt, denn er hat die Bombe. Und jetzt rotiert er nochmal auf kurz, damit man gemeinschaftlich dann wahrscheinlich zusammen angreift. Aber irgendwie denkt er auch, da pusht einer die Double Doors. Ja, vor allen Dingen dauert es jetzt mittlerweile so lange, dass man mittlerweile vom Baseball Richtung Mitte verschoben hat. Und da kommt die Flash und dann kann Duki wenigstens Choco rausnehmen. Boah, dann nochmal ein schöner Molo daher. Gut, dass der nochmal gelöscht werden konnte. Und easy mit dem Frag. Man weiß, dass am Gerüst noch einer steht. Wie kann sich Powery auch noch rausnehmen? Und das sieht gut aus. Und jetzt hat man gleich von Short einen Spieler im Rücken. Und das ist dann nochmal richtig gefährlich. Crony ist jetzt in der CT-Base. Kann sich da nochmal XPG schnappen. Und somit ist es Kane alleine gegen 3 Spieler von Touch and Crone, der hier nur noch die Niederlage verhindern kann von The Dice. Und der kommt über Cutter. Und das macht easy. Und damit ist es der Sieg für Touch the Crone. Man ist eine Runde weiter. Ja, und wie du schon gesagt hast, jetzt geht's gegen Actina Pact. Das ist halt nochmal one step ahead. Da kommt jetzt nochmal ein richtig harter Brocken in der nächsten Runde. Aber ein richtig starker Brocken, weil es auch wieder ein MDL-Team. Wir wissen, dass Touch the Crown auch mal in der MDL war, glaube ich, mit Icon zusammen. Ich glaube, da war mal in dem Slot, aber summa summarum, starke Leistung, schön gespielt, verdient gewonnen und die selber Münze zurückzahlen, hat gepasst, hat geklappt, ne? Muss man einfach so sagen, es hat alles funktioniert und TTC steht jetzt 1-1. Mal gucken, ob man auch in den Playoffs ist, in der Advance, genau wie die anderen auch wahrscheinlich. Da könnte man vielleicht noch ein drittes Mal aufeinander treffen, dann aber, denke ich, im Best of 3 und dann wird sich die Wahrheit die Wahrheit wird ans Licht kommen, ja, wie man so schön sagt, weil dann jeder eine eigene Map sich auswählen darf, kann, wie auch immer. Jetzt geht's weiter mit Touch the Crown gegen Actina Pact, wie ich schon gecallt habe. Da werden wir aber vorher nochmal eine kurze Pause gehen, wahrscheinlich 5 Minuten. Und dann bin ich gespannt, auf welche Map wir uns hier gleich wiedersehen. Spannende Partie für TTC. Was meinst du, Pat, bevor wir jetzt hier in die Pause gehen? Endstation für TTC oder hat man eine Chance? Ich glaube leider, dass es jetzt dann doch zu Ende ist. Das ist halt, glaube ich, doch nochmal eine Nummer zu groß für Touch the Crown. Pact ist auch im Moment sehr stark unterwegs.
ja, ich weiß es nicht genau. Man kann immer wieder hoffen, dass es eine Überraschung gibt. Aber Pact halt auch einer der Top-Teams im Moment in der MDL mit, natürlich. Das stimmt. Da wird es schon schwer dran vorbeizukommen. Das stimmt auf jeden Fall. Aber ich kann mir vorstellen, dass TTC jetzt vielleicht dasselbe macht wie zuvor. Jetzt einfach nur noch, aber besser safen. Nicht so ganz frech sein. Wer weiß, wir werden sehen. Auf jeden Fall danke fürs Reinschauen erstmal bis dato. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Euer Albi. Ja, und euer Pat. Bis gleich.